Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sikardinger mit unserem König Paul Humbert III. Von Deutschland, der Weise. Und in der letzten Folge haben wir sogar zwei Revolten niedergeschlagen und sogar eine Streitmacht in der Auvergne, geschlagen. Und ansonsten haben wir uns diese Ländereien als Ziel auserkoren. Wenn jetzt erstmal Ansprüche fingiert. Ich könnte hier den Krieg erklären. Ich weiß auch nicht, ob dann diese dann weiterhin unabhängig bleiben. Allerdings, wir könnten ihn leiden. So wäre rein theoretisch möglich. So, na doch, der müsste normalerweise dann unser Vasall bleiben, weil der ist ja schon so unser Vasall. Also wieso nicht? Wir schauen mal, 773 Truppen, keine Bündnispartner und wir werden ihm mal den Krieg erklären. So, Krieg erklären, Osnabrück beanspruchen, gesendet, werden mal unsere Truppen wieder neu ausheben. Muss momentan ziemlich viel machen, die armen Truppen. So, die kämpfen irgendwo, verdammt, egal. So, und unsere Bündnispartner werden auch mal wieder reingerufen. Ja, ich weiß, das mögen die nicht so sehr. Aber was soll's? Wenn man sie braucht, braucht man sie. So, kommen alle schön mit rein. Sehr schön. So. Wir werden natürlich auch den Kreuzzug mal im Auge behalten. Allerdings glaube, wie gesagt, bezweifle ich, dass die da wirklich etwas Nennenswertes reißen können. So, Verlobte können heiraten. Gräfin von Wiltshire und Konstantinos, die wir ja großgezogen haben. Ja. Haben wir nichts gegen einzuwenden. So, die Gebete von Bischof Kauscher sind nicht ungehört geblieben. Ach, meine Macht scheint grenzenlos zu sein. Jetzt können wir einen aus dem Gefängnis entlassen. Nee, er ist immer noch ein Verräter, wir lassen ihn drin. Ich sehe da jetzt auch keinen Grund, warum. Tochter Paula Pilitrud lebt buchstäblich in der Küche, solch ein Vielfraß. Wie sind wir denn? Na gut, wir sind jetzt nicht vielfräßig oder sonst was. Die Birkenrute für sie, ja. Armes Kind. Bleibt trotzdem gefräßig. Aber manchmal kann sich der Paul Humbert nicht helfen und rastet aus und schlägt alles nieder. So ungefähr. Wir haben hier so gut wie keine guten Generäle. Ja, so. Da hatten wir auch schon mal bessere Zeiten. Oh, wir können neue auswählen. Ja, die sehen auch schon besser aus. Sollten wir trotzdem schaffen. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir schon fast insgesamt geschafft. Na, hier sind. Gehen wir zuerst mal diese Plünderer niederbrettern, weil die uns ja immer wieder plündern. Und so, unser Spitzelnetzwerk werden wir hier in Snoshmo aufbauen. Wir wissen ja warum, um unsere Frau zu ermorden, die ja fremdgegangen ist. Und das kann sich der gute Paul Humbert nicht auf sich lasten lassen. Seine Ehre wurde verletzt und er will sie bestrafen, indem er könnte sich ja, wie gesagt, einfach scheiden lassen, aber nein, er will ja seine Tochter nicht bestrafen. Und unser Kämmerer ist gestorben. Brauchen wir einen neuen, holen wir Aethos. So, Mystica, unsere Nichte, die wir ja einen tollen Namen gegeben haben, ist nun volljährig, die uns nicht leiden kann.
Na, ist halt so, wir könnten sie verheiraten. Oh, nach Byzanz. Oder nach Pommern. Ist halt jetzt die Frage. Aber Byzanz wäre natürlich mal wieder sehr, sehr interessant. Ach, schade, aber egal. Wenn wir das tun. So. Der gute Basileus. Wir werden mal schauen, ob wir ein Bündnis hinbekommen. Nein, bekommen wir nicht. Hm. Schade, schade. Aber egal. So, Mönche aus einem benachbarten Kloster machten in letzter Zeit häufiger Halt bei euch, um Vorräte einzukaufen. Für gewöhnlich legten sie eine kurze Rast ein, um sich auszutauschen. Ich sollte häufiger mit ihnen sprechen, dann bekommen wir Bildung. Oder sie sind lästig, diese Gottesmänner, dann werden wir zynisch. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ja gut, er ist aber eher schüchtern. Ich denke, sie sind lästig, diese Gottesmänner. Damit sind wir zynisch geworden. Ja, ein echt toller Charakter, unser... Oh, wir haben etwas geerbt. Der Krieg ist jetzt vorbei. Und er hat jetzt das geerbt und wir... Ach, Glückwunsch. Wunderbar. Das heißt, dieser Krieg war... wieder mal nutzlos. Hat ja sehr viel gebraucht. Oh Mann. Ja, und hier werden wir... Der Kreuzzug wird verloren gehen. Da wird keiner von unseren Verwandten gewinnen. So, Bischof Gauscher von Mainz beschert sich aus dem Kerker. Ja, wir schicken ihn mal ins Verlies. Warum nicht? Unsere Frau versteckt sich immer noch. Also, den nächsten, den wir ins Verlies schicken. So, ein neuer Vogel ist eingetroffen und ein neues Buch über die Kunst der Poesie ist in der Bibliothek. Ich sollte das Buch lesen. Ja, wir werden es mal lesen. Wir sind ja so etwas mit Intelligenz angehaucht. Das Poesiebuch ist wirklich inspirierend. Ich fühle, wie die Kreativität durch meinen Körper strömt. Ein Federkiel, schnell. Okay. Sehr schön. So. Ihm hier können wir auch noch den Krieg erklären. Geldern beanspruchen. Ah, da haben wir schon unseren Anspruch. Ist dann das komplette Geldern oder ist Friesland dann nicht dabei? 1900 Truppen, hat auch keine Bündnispartner. Sehr schön, wir warten mal kurz. Mit unseren Truppen dich mal ein bisschen erholen. So. Und wir haben einen Anspruch gegenüber die Grafschaft Holland. Werden wir durchsetzen. Haben jetzt natürlich ein bisschen Minus, aber das dauert nicht lange. Wie sieht es eigentlich mit den Gesetzen aus? Ist immer noch nicht durch. Zu euren täglichen Trainingsroutinen gehört es, mit dem Schwert gegen eine Übungspuppe anzutreten, aber bei einem Kampf gegen einen leblosen Gegner ist der Lerneffekt begrenzt und nach einer Weile wird es langweilig. Ich wünschte, ich könnte mit jemandem trainieren. Da trainieren wir mit Manfred, der jetzt unser Kumpel ist. Sehr schön. Meine bescheidenen Versuche, Gedichte zu schreiben, waren nie für die Öffentlichkeit gedacht, aber vorhin... Ne, aber wohin ich auch gehe, singen Barden und Minnesänger meine Gedichte oder tragen sie vor. Ah, wir sind jetzt ein Poet. Sehr schön. Ein verrückter Poet. Ein Trainingskampf gegen einen intelligenten Gegner ist zwar wesentlich schwieriger, aber besser zum Trainieren eurer Kampffertigkeiten geeignet. Nach vielen blauen Flecken scheint ihr den Kampf besser kontrollieren zu können. Sehr schön. Wenn man lernt, den Krieg als Nachbarn zu akzeptieren, gerät man immer wieder in Situationen, den Tod ins Angesicht sehen zu müssen. Ich fühle keine Angst mehr. Oh, wir sind tapfer. Wir werden jetzt mal Geldern jetzt hier den Krieg erklären. Vasalisieren wollen sie sich nicht. Wir können nicht mit Krieg erklären.
Geld brachte mir weder Glück noch Respekt ein. Ich glaube, ich brauche etwas anderes in meinem Leben. Ja, er ist nicht mehr gierig. Aber ihn hier können wir den Krieg erklären für. Nein, können wir auch nicht. Warum? Ach, wir sind bankrott, stimmt. Oh. Müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Geld haben. Ist irgendwie logisch, denke ich. Also so unwahrscheinlich ist das jetzt nicht. Ja, der Kreuzzug wird gleich gescheitert sein. Kommen wir bestimmt noch eine Nachricht dafür. Ja, Kreuzzug ist fehlgeschlagen. Der Herr scheint die christlichen Gläubigen nicht zu begünstigen. Nach einer Folge von Verlusten und Rückschlägen hat Papst Lucius II. Den Kreuzzug um mittleres Frankreich gegen Huatlatoni Huatlatli von der Aztekenreich abgeblasen. Ein schwarzer Tag, ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier Richtung Deutschland. Wäre nicht so toll. So. Interessant, interessant. So, wir könnten immer noch jemanden einkerkern. Die gute Frau Valerie Pleuris. Ihr Sohn ist der König von Kroatien, okay. Interessant. So, wir können noch einen Befehlshaber nennen. Nehmen wir den hier. Und einen Ehrentitel, einen Regenten. Nehmen wir auch mal den hier. Ja, wobei, wir könnten da ja unseren Kumpel reinhauen. Genau, der gute Manfred. So, Hofkaplan Abt Ebert hat einen Ketzer an meinen Hof gefunden. Er bestand darauf, nein, forderte ausdrücklich, dass sich den Ketzer verbannte und ihm die Rückkehr unter Androhung von Folter und Tod verbat. Ja, wir werden das nicht tun. Uns relativ egal. Wir sind sowieso ein bisschen zynisch drauf. So. Es ist nur die Grafschaft Keldern. Wir einen Anspruch drauf haben. Okay. Ja, hier erben nur irgendwelche Leute irgendwas. Okay. Am Berg. Das hier. Oh, Polen wird hier gerade fertig gemacht. So. Vasalisierung mal wieder anbieten. Wir werden mal ein Geschenk schicken. So, mein Lehnsherr. Ich möchte für einen eurer Gefangenen vermitteln. Es handelt sich um Graf Dagobert von Nassau. Ein Gnadenlass würde sicherlich all eure Vasallen gefallen. Ja, okay. Nun gut. Ich denke, das können wir einmal machen. Da ist er wieder frei. So, mein Mündel Prinzessin Paula Pilitot kam in heller Aufregung zu mir. Rotz und Wasser heulend. Paul Humbert, bitte hilf mir. Die anderen Kinder sind so böse zu mir. Okay. Warum spricht sie uns mit dem Vornamen an? Respektlos, egal. Warum sollte ich etwas dagegen tun? Oder es wird die abhärten und es wird dich abhärten und stark machen. Genau. Super, jetzt ist sie gestresst. Haben wir toll gemacht. Wir sind ein super Vater. So. Wir werden mal versuchen, einen Anspruch hier in Osnabrück herzustellen. Und wer war das noch, der was machen kann? Ja, der gute Kämmerer, der kann mal Steuern eintreiben hier in Fürstenberg. Brauche noch einen neuen Befehlshaber. So, eine gefährliche Fraktion produziert die Kronautorität. Und es ist mal wieder der Dagobert. Ja, guten Tag, Dagobert.
können wir wieder einkerkern. Wo ist das Nassau? Er will auch seinen letzten Titel verlieren. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Er schreit förmlich danach. So, wir wollten unterdrücken. Wo haben wir Nassau? Hier haben wir Nassau. Sehr schön. Wunderbar. Einkerkern. Und natürlich hat das nicht geklappt. Aber egal. Den werden wir uns jetzt schön festnehmen. Kurz mal Pause gemacht. Rufen wir mal unsere Bündnispartner mit ein. So. Wunderbar. Wir werden mal schauen, diese Truppen, Württemberg und in Baden. Müssen wir nach Württemberg gehen, bitte ankommen. 19. Januar und der hier 22. Okay, alles klar. Paris ist unter das grauenhafte Joch der Azteken geraten. Die Seine fließt nun rot vom Blut der 100 unglücklichen Seen, die zum Wohlgefallen der Dämonen, die sich als Götter ausgeben, geopfert wurden. Der Imperator selbst sandte seine Anerkennung aus dem fernen Tenochtitlan an die aztekischen Befehlshaber. Was? Oh Gott. Komplett Frankreich ist, ja, weg. Oh Gott. Ja, wir schauen mal, wie lange unser Deutschland noch bleiben wird. So. Wie kann ich mich auf meine Generale verlassen, wenn sie weniger als ich vom Kriegswesen verstehen? Ich könnte Abt Ebert ein oder zwei Dinge beibringen. Ja, flaches Terrain erstmal beibringen. So hat er beigebracht, sehr schön. So, ja, die rennen jetzt weg. Dann sollen sie rennen. Dann sollen sie rennen. So. Dann greifen wir mal hier in Baden an. Aber das beunruhigt. Schaut euch mal dieses riesige Aztekenreich an. Eieiei. Und hier im Osten kommen die Mongolen. Ja, sehr schöner Zeitpunkt. So, sind die jetzt ausgewichen, ja. Dann gehen wir mal dorthin. Schickt Powder Pillitrot ins Versteck. Wer möchte denn unsere Tochter umbringen? So. Das können wir natürlich nicht zulassen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal unsere gute Frau umbringen. Und natürlich danach ist es auch nicht gut, dass unsere Tochter, unsere Erbin, unser Ein und Alles umgebracht wird. Das geht so ganz und gar nicht. Jetzt kommen schon wieder die ganzen Plünderer. Haha, ja, ja. Die guten alten Plünderer. Wir haben Fortschritt. Wir könnten ein wenig in die Stadtinfrastruktur oder verbesserte Wohntürme investieren. Hier könnten wir ein bisschen in die Belagerungsausrüstung und hier was holen wir hier? Wir nehmen mal die Sitten des Volkes. Wir können sogar noch etwas auswählen. Sehr schön. Die Sitten des Adels holen wir dann gleich auch noch. Die Welt ist gefährlich und überall lauern Schurken. Es kommt euch so an, dass man Pillitrot ermorden will. Nein! Ernsthaft? Oh mein Gott! Das ist skandalös! Wir müssen sie beschützen. Papst Lucius II. Hat zur Initiierung eines friedlichen Dialogs mit den Ketzern eine Gruppe prominenter Theologen nach Württemberg geschickt. Papst ist weise. Okay. Kommen wir uns jetzt besuchen. Ah, Würzburg ist jetzt... Da werden wir mal ein Geschenk rüberschicken.
und ja, werden sie annehmen. Wunderbar, damit ist Würzburg gleich wieder Teil von Deutschland. Sehr schön. Würzburg ist wieder Teil von Deutschland. Haben wir also auch wieder zurückgewonnen. Hat doch was Gutes, dass Frankreich kaputt gegangen ist. So, Frieden angeboten. Akzeptieren. Wunderbar. Und er wird seinen letzten Titel verlieren. So tragisch, so tragisch, so tragisch. So, wir laufen mal hier rein, wenn diese Plünderer mal weghauen. So, zum Wohlergehen aller erlasst ihr, wie es euch als Herrscher von Rechts wegen zusteht, ein neues Gesetz. Und nun müsst ihr noch über seinen Inhalt entscheiden. Der Rübenerlass, diese war wahnsinnig. Ihr gebt den Befehl zur Inkraftsetzung des Rübenerlasses. Hosenerlass, der Loch in der Wand Erlass, der Erlass zum Stopp der Gewalt. Was? Okay, ich würde gern wissen, was ist. Der Loch in der Wand Erlass. Der Hosenerlass. Okay, Stopp der Gewalt hört sich natürlich sehr schön an. Ich würde gern wissen, was die anderen sind. Wie entscheiden wir das? Ich mache einfach mal so per Zufall quasi und dann drücke ich irgendwo. Ja gut, das klappt auch nicht. Okay, dann müssen wir das anders machen. Was würde er nehmen? Wir nehmen einfach mal den Hosenerlass. Der Hosenerlass. Das neue Gesetz wurde geschrieben und die Kuriere haben begonnen, es an eure Vasallen zu verteilen. Ihr bewundert euren Duktus. Demgemäß, dass die Hose nicht nur die unteren Glieder und Organe knebelt, sondern auch die Seele einschnürt und des Weiteren einen Affront an alle andere Lebensformen darstellt, befehlen wir, König Paul Humbert III. Von Deutschland, dass die Verwendung von Hosen im ganzen Reich für ungesetzlich erklärt und mit der Todesstrafe geahndet wird. Alle noch existierenden Varianten dieses Bekleidungsstücks sind unverzüglich zu verbrennen und die Asche so dann gleichmäßig über die Gräber unserer Vorväter zu verteilen. Dieses Gesetz wird mein Reich der Erlösung näher bringen. Oh Mann. Ja, der gute Paul Humbert dreht einfach komplett am Rad. Oh Mann. Der Hosenerlass. Oh Mann, Mann, Mann. Oh, Aargau ist jetzt auch wieder unabhängig. Können wir ja auch mal anfragen. Nee, Vasalisierung geht nicht, weil sie im Krieg sind. Ah ja. Und Schur, können wir die... Nee, leider nicht. So, ja. Ist doch ein wunderbares Gesetz, also gibt kaum etwas, was wir dagegen, was dagegen spricht. Oh Mann. Naja, vor allem gleich direkt die Todesstrafe. Naja, bevor wir hier weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Sieghardinger und unserem verrückten König Paul Humbert III., der den Hosenerlass eingeführt hat. Aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Nichts anderes als die Todesstrafe blüht demjenigen, der mit Hosen hier in meinem Reich herumläuft. Das war's von eurem Krumpers.